Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Kepler-Salon, hier den Zeitumständen entsprechend eben in einem kleineren Kreis, aber auch im Netz, wenn auch, das sei auch hier angemerkt, unser Netzbetreiber heute mit drastischen, das ist irgendwie auch interessant, Übertragungsproblemen kämpft, nicht wir, sondern der Netzbetreiber. Es kann sein, dass der Livestream nicht ganz live, sondern zeitversetzt online geht. Wir haben uns entschlossen, heute am Montag, vor Beginn des Ars Electronica Festivals, genau in jenes einzutauchen, in die Thematik. Und an meiner Seite heiße ich herzlich willkommen Gertfried Stocker, den künstlerischen Leiter der Ars Electronica. Hallo und vielen herzlichen Dank fürs Kommen. Mir gegenüber Rektor Meinhard Lukas von der Johannes Kepler Universität. Willkommen, Meinhard. Guten Abend. Gerfried, eine Frage zu Beginn, bevor wir hineinstürzen ins Festival, in die Thematik, in seine Gestalt, die ganz anders ist als erwartet. Mhm. Wenn du jetzt so eine Vision oder wie könnte denn ein Elektronikerfestival 2030 ausschauen mit den Erfahrungen, mit den durchaus drastischen Erfahrungen, die wir gerade jetzt machen? Muss das dann überhaupt noch in Linz stattfinden oder schaut das ganz anders aus? Hast du eine Idee dazu? Ja, eigentlich eine Idee, die immer schon, glaube ich, in all unseren Köpfen herumgeistert und die sie in eigentlich eine unheimlich euphorisierende, ich glaube, so bin ich ja in der Zeitung genannt worden, euphorisierend, aber so ist es tatsächlich in einer euphorisierenden Weise bewahrheitet hat und entwickelt hat. Wir haben natürlich begonnen mit einer Situation, in der sozusagen einmal alle Rollläden herunter war und vielfach auch wir der Meinung waren, dass das Festival gar nicht stattfinden kann. Aber wir haben jetzt eine Situation, in der das gute alte Sprichwort von Think Global und Act Local plötzlich wirklich voll hundertprozentig zum Leben gekommen ist. In einer Form, in der wir uns das eigentlich so auch gar nicht vorstellen hätten können. Es ist tatsächlich gelungen, eben 160, und das sind jetzt schon wieder ein paar mehr, Partnereinrichtungen und Projekte an 120 verschiedenen Orten in allen Kontinenten dieser Welt, davon zu begeistern und dazu zu bringen, in diesen 5 Tagen Festival gemeinsam mit uns vor Ort auch reale Events mit echtem Publikum, mit echten Projekten und echten Künstlern zu veranstalten und so an Prototypen für uns auch zu schaffen, dass man als Festival oder als Kultureinrichtung jetzt nicht einfach ins Netz verschwinden muss und sozusagen der reale Raum irgendwie ausgeblendet wird. Das ist ja das große Trauma irgendwie, glaube ich, jetzt von Corona mit diesem absolut bescheuerten Begriff des Social Distancing. Es geht um physische Distanz und nicht um soziale Distanz, dass wir eigentlich das Gefühl gehabt haben, es geht gar nichts mehr. Also wir sind irgendwie eingesperrt und gehandicapt zumindest, selbst jetzt noch über den Sommer über. Und bestenfalls kann man was da in diesem Netzwerk machen. Und dann macht man immer so die Bewegung. Also weg von mir, außer meiner Kontrolle, außer meiner Reichweite. Und plötzlich hat sich wirklich sozusagen literally das ergeben, dass während wir so die Hände ausgestreckt haben, einfach 160 mal 2, 320 Hände sozusagen aus der anderen Richtung irgendwie daherkommen sind. Und das ist jetzt ein Festival, also wir haben gestern zusammengerechnet, nur das Live-Programm, das an diesen 5 Tagen stattfindet, nicht gerechnet all die vorproduzierten Inhalte und Videos. Allein das Live-Programm sind 82 Tage, rund um die Uhr. Es ist also mit Abstand wirklich eben das größte, längste und sogar auch das teuerste Festival aller Zeiten, was das betrifft, sagen, wie viel Mittel weltweit jetzt in die Programmgestaltung dieses Festivals reingebracht wurden. Und ich glaube, das ist eine absolut hoffnungsvolle Geschichte für die Zukunft, weil sie in die Richtung deutet, wo wir, glaube ich, hin müssen, dass wir einen digitalen Raum, eine digitale Welt haben, die eine Lebenswelt geworden ist, in der wir immer mehr auch Zeit verbringen.
die unheimliche Potenziale und Möglichkeiten hat, die wir bislang vielleicht nur zum Teil ausnutzen, dass wir aber auf der anderen Seite natürlich immer wieder das brauchen. Also wir alle haben das erlebt in diesen Monaten, wie schnell sozusagen die Balance zwischen Bestätigung und Frustration in die falsche Richtung geht, wenn du immer nur online unterwegs bist. Es ist ein großartiges Gefühl, auch heute wieder 3-4 Videokonferenzen gemacht, du wahrscheinlich auch. Und wenn man dann am Abend jetzt da steht oder sitzt, ne, und dann ist also auf so kurze Distanz nicht ein kleines Büttel von jemandem und eh noch ein anderes und noch ein anderes, egal wie groß der Screen ist. Dann ich weiß nicht, wie es euch innen geht, aber das Gefühl, also mit Menschen wieder zusammenzusitzen, ist einfach was unheimlich Großartiges. Und die beiden Dinge zu kombinieren, und ich glaube, ich hoffe, es wird nicht 10 Jahre dauern, sondern dass wir eigentlich das, was wir heuer da aufbauen, wirklich als Potenzial in die Zukunft mitnehmen können, weil es natürlich auch große Chancen für uns als Festival birgt, über den lokalen Rahmen von Linz und Österreich noch einmal ganz groß rauszukommen. Große Fragezeichen in all diesen tollen Modellen bleibt natürlich, ob sie auch monetarisierbar sind. Ist es auch möglich, sozusagen das so begeisternd rüberzubringen, dass Menschen auch bereit sind, dann einen Eintritt zu zahlen, so wie sie es tun beim Festival, beim Konzert? Kann man Sponsoren, Partner dafür finden? Wie kann man eine lokale Stadtregierung sozusagen davon begeistern, Geld auszugeben für etwas, was an 160 anderen Orten auch stattfindet? Aber ich glaube, da kommen wir wieder zurück. Und das ist also diesen Spruch von Think Global und Act Local, den habe ich immer nur als Spruch im Kopf gehabt. Er hat sich eigentlich nie in meinem Leben noch so richtig materialisiert. Und ich glaube, das ist jetzt eine ganz große Chance, die auch sagen, in diese Richtung gehen kann, wie sie unsere Gesellschaft mit den globalen Problemen besser beschäftigen kann. So, und den Rest also oben darfst du jetzt durch. Man hat an dich die Frage weiter. Wir kommen ja jetzt sozusagen aus einer realen, wirklichen Versuchszeit von dem, was du jetzt ist das Festival ja immer irgendwie sowas wie ein intensives Versuchslabor, wenn du sagst, in 5 Tagen 82 Tage Programm, also allein diese Intensität, also da brodelt es ja sozusagen. Die Johannes Kepler Universität ist einer der Hauptaustragungsorte hier vor Ort in Linz. Was heißt das, was glaubst du, was heißt diese Neuauslotung, diese neue Mischung, das Lokale, das Virtuelle, für die Universität, für die Johannes-Kepler-Universität? Ich meine, die Diskussion über das Digitale wurde ja auch sozusagen in den letzten Wochen ja nochmal anders befeuert, weil Linz sozusagen als fast als Hauptstadt sozusagen auch in dem Sinne eine neue Universität für das Digitale ist ja schon ein Epizentrum. Was glaubst du, was das für die Universität bedeutet? Ja, ich habe mindestens 2 Perspektiven auf das Thema. Das eine war sozusagen die Vor-Corona-Perspektive, wo wir uns wirklich wahnsinnig gefreut haben, dass 2 Institutionen, die aus ganz anderen Ecken kommen, die sich aber, wie ich glaube, immer stärker aufeinander zubewegen, jetzt irgendwo einmal so eine erste Symbiose und einen ersten wirklichen Vernetzungspunkt gefunden haben. Und für diese Initiative bin ich dem Gerfried und seinem Team wirklich dankbar, weil von ihnen die Initiative ausgegangen ist. Sie richten das Festival aus, sie entscheiden, wo das stattfindet. Und die zweite Perspektive ist natürlich jetzt die Pandemie-Perspektive und die Entscheidung der ARS, die wir sehr unterstützt haben, dass man sich für Reflexion statt Kapitulation entschieden hat. Das ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Und diese Reflexion ist uns als Organisation wahnsinnig wichtig, weil ich die letzten Wochen und Monate wirklich, und ich will da nicht übertreiben, aber es ist so dramatisch erlebt habe, wie diese Pandemie, wie dieses Distancing, das ein Physical Distancing sein sollte und natürlich ein Stück weit ein Social Distancing geworden ist, eine Organisation mit 20.000 Studierenden und 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich verändert, wie sich Bedürfnisse verändern, wie sie Ausrichtungen verändern und wie ich auch merke, dass diese Veränderung jetzt eine ist, die auch nach der Pandemie sehr spürbar sein wird. Und das ist für Universität, die ihren Bildungsauftrag, davon bin ich fest überzeugt, bei allen Qualitäten von Distance Learning und digitalen Lernplattformen
ihren Bildungsauftrag letztlich nur im Austausch, im Dialog, im Erringen, im gemeinsamen Vertiefen erfüllen kann, ganz schnell ein bisschen auch aus der Bahn geraten kann. Und da fürchte ich jetzt nicht an sich die Veränderung, das ist ja was Positives, aber nicht alles, wo wir momentan sozusagen auf der Spur sind, muss positiv sein. Und so sehr ich der Meinung bin, dass es kein Zurückgeben kann zur alten Normalität, heißt es aber nicht, dass jetzt die Entwicklung in jedem Fall ein positiver ist. Und damit finde ich den Zugang der AAS mit dem Festival, wo jetzt eine Neuvermessung vorgenommen wird, das ist absolut das Gebot der Stunde. Und man stelle sich vor, die AAS hätte beim Festival diese Chance ausgelassen und das Festival hätte einfach nicht stattgefunden. Das ist aus jetziger Sicht, so sehr wir uns im April gefragt haben, gibt es irgendeinen denkbaren Weg, das zu machen? Die jetzige Vorstellung, dass man es ausgelassen hätte, wäre aus unserer Sicht ein ganz, ganz trauriges Symbol jetzt gewesen. Und deswegen ist es wirklich eine unglaubliche Leistung, unter all diesen Rahmenbedingungen herkommen von einem Festival mit 100.000 Besucher, jetzt die bittere Realität, sozusagen alle 3 Stunden 500 Besucher aufnehmen zu können. Und jeder, der die Chance hat, den Campus zu besuchen, die AAS ist ja gerade dabei, ihn mit großer Leidenschaft zu verzaubern. Das ist natürlich für die Besucherströme, die jetzt möglich sind, ist das irgendwie wahnsinnig schade. Und gleichzeitig ist es auch ein Erlebnis, dass halt auch in dieser hybriden Form das so gelingt. Und für uns ist das ein unglaublich wichtiger, bei aller Freude, dass das Festival an sich stattfindet, ist jetzt der reflexive Teil unglaublich wichtig, der dabei stattfindet. Darf ich da gleich noch einmal nachfragen? Du hast das Wort Verzauberung in den Mund genommen, die physisch dort passiert, das ist sichtbar. Was wünschst du dir denn ganz unmittelbar, dass sozusagen dieser physischen Verzauberung am Campus der Kepler Universität bleibt an Spuren? Ja, ich glaube, dass das gerade für den neuen Campus, und es kommt ja dazu, dass das Festival zu einem Zeitpunkt kommt, wo eigentlich ein paar Gebäude noch gar nicht eingeweiht sind, die wir neu gebaut haben. Also die AAS weiht die Kepler Hall in Wahrheit ein, die AAS weiht, also das Festival der AAS weiht unser Learning Center ein, weiht den Bibliotheksplatz ein, und damit besteht natürlich auch die Chance, dass das wahnsinnig identitätsstiftend ist, was da passiert. Und ich glaube, jeder, der das am Campus erlebt hat oder der es zumindest virtuell erlebt hat, der wird diesen Campus, auch wenn er in 2 Wochen betritt, durch eine andere Brille sehen. Und nichts Schöneres kann dem Campus eigentlich passieren, als dass diese Verzauberung und auch diese Verwandlung stattfindet und dass die Spuren hinterlässt. Nicht notwendigerweise die Spuren vom Stapler in der Wiesn. Deswegen habe ich ein bisschen bei Verzaubern gelacht. Ich muss ein großes Lob aussprechen an die Geduld, Nachsicht und Langmut von dir und deinen Mitarbeitern. Die punktuell kurz überstrapaziert war, aber sozusagen die Heuschrecken einfallen, dann geht alles einmal ziemlich schnell und ruckzuck. Aber es ist wirklich der Stelle noch einmal zu betonen, dass diese Kooperation unheimlich gut funktioniert. Und was ja eigentlich sozusagen sich auch unheimlich toll entwickelt hat, sind ja diese LIT-Projekte, also ihr habt ja einen ganzen Call ausgeschrieben, wo eine Reihe von Projekten realisiert werden konnten. Und es ist jetzt tatsächlich so, und das sage ich nicht, um irgendwie da jetzt zu schmeicheln, aber das absolut beste Projekt des heurigen Festivals kommt aus dem LIT-Call. Da ist ein Projekt entstanden, das ist sensationell. Ich habe seit Jahren nicht mehr so ein treffsicheres, großartiges Projekt zwischen Kunst und Technologie gesehen. Und die Projekte haben jetzt natürlich sozusagen auch eine größere Sichtbarkeit bekommen, weil natürlich gar nicht so viel anderes Material aus der ganzen Welt hergebracht wird physisch. Und es ist jetzt ein unheimlich toller Mix eigentlich geworden, dass es wirklich so ist, dass man eigentlich in 3 Stunden wieder gar nicht die Chance haben wird,
überhaupt ausreichend das ganze Festivalprogramm zu konsumieren, dass es aber gleichzeitig möglich ist, sozusagen unterschiedliche Touren durch das Festivalgelände zu machen, sodass wir die Leute gut separieren können und dass, egal sozusagen welche Tour man nimmt, man immer ausreichend Highlights des Programms auch besuchen kann. Also um das vielleicht noch ein bisschen zu ergänzen, weil das dann auch zum Stichwort Technische Universität ganz gut passt, dieses Projekt unseres Technologieinstituts, des LITs, war eigentlich die Idee, auf den Spuren der AS unsere Ingenieurwissenschaften und andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Kreativen, mit Kunst zu vernetzen. Und es ist unglaublich, was allein an diesen ersten Projekten, die an dieser Schnittstelle entstanden sind, der Gerfried war wesentlich beim Kuratieren dabei, dieser Projekte, was da an zusätzlicher Innovation passiert ist. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das ein kleines Role Model dafür sein kann, wie eine solche technische Universität neuer Prägung zum Thema Technologie und digitaler Transformation funktionieren muss. Das muss genau diese Grenzüberschreitungen ermöglichen, die in klassischen akademischen Feldern bisher nicht ermöglicht wurden. Gerfried, tauchen wir einfach mal ein bisschen ein in das Festival. Bring uns das ein bisschen näher, auch sozusagen, wie das mit den weltweiten Gärten ausschaut. Wir wissen ja schon einiges darüber, aber. Ja, ich versuche gerade irgendwie die bestmögliche Seite dafür zu finden. Vielleicht können wir jetzt einmal umschalten. Wir haben da so einen. Eine schöne Weltkarte auch auf unserer Webseite. Ja, geht schon, danke, und ich sehe sie da. Also wo man wirklich sieht, bis zur Antarktis reichen sozusagen unsere Fühler, wobei sozusagen die Art und Weise, wie man darüber spricht, so schnell immer die falsche wird. Ne? Also, es sind nicht unsere Fühler, die dorthin reichen. Es ist nicht ein Festival, wo sozusagen jetzt 160 Orte unter unserem Schirm agieren, sondern es ist wirklich auf unserer Plattform. Und es ist kein irgendwie Wortspiel oder Haarspalterei, sondern da ist ein ganz großer Unterschied. Und mich wundert es ja eigentlich wirklich, dass, wenn man es jetzt anschaut, dass eigentlich alle Kultureinrichtungen, die ich jetzt gesehen habe, die sozusagen mit dem Problem konfrontiert sind, eigentlich immer nur so weit gegangen sind, dass sie überlegt haben, wie können sie ihren Content jetzt sozusagen ins Internet bringen. Das reale Publikum ist weg, also schicken wir es ins Internet. Ne? Und es klingt jetzt ein bisschen sozusagen arrogant und despektierlich, aber eigentlich ist das, und das traue ich mir nur sagen, weil wir ja auch so angefangen haben. Ne? Eigentlich ist es ja unheimlich kurzsichtig. Ne? Das ist die Form des 20. Jahrhunderts. Ich meine, so hat Radio und Fernsehen funktioniert. Ne? Und jetzt haben wir aber schon doch einige Jahrzehnte sagen, in der digitalen Welt, in der digitalen Revolution und begreifen an solchen Dingen eigentlich so richtig, wie diese Verschiebung wirklich ausschaut. Was eben sozusagen das Broadcasten, das Senden unterscheidet von einem Geben und Nehmen, von einem Teilen, von einem Dialog, von einem Vernetzen. Und was sich zum Beispiel auch jetzt sehr interessant entwickelt hat, wir haben ja sehr viele Leute angefragt, internationale Expertinnen und Experten, die man normalerweise natürlich für viel Geld einfliegen würde nach Linz, damit sie dann dort beim Festival dabei sind und Vorträge machen. Und der erste Schritt war also, okay, dann macht den Vortrag bitte online. Und im Laufe jetzt der Vorbereitungen hat sich immer mehr herausgestellt, dass die Leute von sich, also vor allem die schon viel Erfahrung jetzt da damit haben mit Online-Vorträgen, immer öfter sagen, na, sie wollen keinen Online-Vortrag machen, sie wollen online ein Gespräch machen. Und es funktioniert tatsächlich wesentlich besser. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung Sie hatten auf beiden Seiten sozusagen von solchen Dingen. Es ist viel angenehmer. Und viel ergiebiger, auch für jemanden, der präsentiert, wenn du nicht sozusagen in dieses schwarze Loch reinredest für eine halbe Stunde oder 40 Minuten, sondern wenn du einen Gesprächspartner dort hast. Und das sind so diese Kleinigkeiten, wo man dann wirklich merkt, dass es eben tatsächlich was anderes ist, in so einem Netzwerk zu agieren. Und natürlich ist sozusagen der Kepler Garden oder die Kepler's Gardens auf der JKU am Campus sind der Garten, der Stützpunkt da in Linz. Es ist das größte von diesen 160 Events, das muss man auch dazu sagen. Das ist sozusagen, glaube ich, auch angemessen, nachdem wir der Namensgeber sind. Aber es geht eben dann wirklich in die ganze weite Welt hinein und man kann da
ewig lang sozusagen durchscrollen und sie dann von einem Projekt zum anderen. Aber allein von den Fotos sieht man schon die extrem unterschiedlichen Zugänge. Das, was uns erwartet von all den Orten, sind in abwechselnder Intensität Ausstellungen, die man besuchen kann online. Das geht von ganz klassischen Dingen, wie dass da einfach Bilder irgendwie mehr oder weniger auf einer Webseite sind, bis zu dem, was wir im Besonderen forciert haben, nämlich Guided Tours. Also man kennt es ja vielleicht aus früheren Ars Electronicas, dieses We Guide You Programm ist eines der wichtigsten Instrumente gewesen, um unser Publikum durch den Dschungel des Programms zu führen. Und das machen wir online auch in unterschiedlicher Form. Da gibt es eben dann Kuratorinnen und Kuratoren von den anderen Festivalorten und Partnern, die solche Führungen machen. Aber dann auch nicht nur über das, was bei Ihnen präsentiert wird, sondern auch andere Highlights des Netzwerkes, sodass wir eine Art System geschaffen haben, bei dem sich jeder auch ein Stück weit mitverantwortlich fühlt für den Erfolg des anderen. Und das sind eigentlich sehr interessante Geschichten. Und wir haben auch eine Reihe von Commissions rausgegeben, wo wir davon ausgegangen sind, dass wir gesagt haben, wenn wir die Künstlerinnen und Künstler nicht herbringen können, dann schauen wir doch, dass wir sozusagen eine virtuelle Reise zu ihnen in ihre Ateliers, in ihre Labore, in ihre Arbeitsumgebungen machen. Und natürlich ist das was anderes, ob ich jetzt ein Projekt real erleben kann. Aber die Qualität, die sie da ergibt, wenn dann interessanter Künstler, Künstlerin sozusagen selber jetzt einmal für 15 Minuten sozusagen die Tore öffnet und die Arbeitsumgebung, in der er oder sie gerade arbeitet, näher bringt, das sind dann wieder Qualitäten, die eben ganz anders auch entstehen können. Was sehr interessant ist, ich glaube, man sieht es auch so allein von den Bildwelten, wenn man da durchscrollt. Wir haben natürlich die übliche Ars Electronica-Mischung zwischen Science, Education und vielen, vielen Kunstprojekten. Aber das Schlüsselthema schlechthin, das hat man auch beim Prias Electronica heuer schon gesehen, für die Künstlerinnen und Künstler ist im Moment natürlich die laufende ökologische Krise. Also Corona ist ein Thema. Aber man merkt irgendwie, jeder hat das Gefühl, okay, damit wären wir schon fertig. Das, was eigentlich unser großes Problem ist, ist ein viel größeres, weil man da nicht so einfach eine Maske und die Geschichte hat. Nicht? Und das ist eine Geschichte, die natürlich ganz viele Künstler enorm bewegt. Man findet da sozusagen unsere Reisetipps. Wir haben sehr oft dann irgendwie heuer auch diese Metapher genommen, dass wir sagen, das Festival selbst ist eine Reise, beziehungsweise wir sind eine große Reisegesellschaft, die da zu all diesen Orten aufbricht. Und natürlich ist es so, dass es also 82 Stunden hin und her, allein 160 Orte geht sich gar nicht aus, dass man überhaupt so viel Aufmerksamkeit und Interesse hat. Aber das, was es ja sozusagen bieten muss, ist eben ein wesentlich größeres, sozusagen eine größere Vielfalt von Projekten, weil wir auch unterschiedliche Besuchergruppen ansprechen. Wir wissen ja selber gar nicht, sagen, welche Leute sie jetzt in Russland, in Barcelona, in Finnland, in Chile, in Peru irgendwie in das Ganze einklinken und mussten eigentlich von vornherein das den Kuratorinnen und Kuratoren vor Ort überlassen. Und das waren so die zwei großen Überwindungsmomente heuer. Einerseits die Überwindung, zuerst einmal sagen, wirklich diese kuratorische Hoheit aus der Hand zu geben. Nicht? Man, das sagt sie so leicht, partizipatorisch und irgendwie, man muss geben und nehmen. Aber ich meine, es ist ja unsere Marke. Nicht? Ich meine, wir haben das 41 Jahre jetzt aufgebaut. Und für mich ist das 25. heuer. Nicht? Also da hat man ja irgendwie schon ein bisschen Hemmungen dabei, zu sagen, okay, mehr oder weniger macht es einmal damit, was wollt und dann schauen wir uns das an. Nicht? Und die zweite große Überwindung, die aber dann noch viel größer war, war der Moment, wie wir anfangen mussten, sozusagen den Leuten wirklich aktiv und ausgesprochen zu sagen, na, bleibt heuer lieber wo Satz, besucht das Festival online, kommt gar nicht nach Linz. Ich kann gar nicht beschreiben, wie schwierig das am Anfang über die Lippen gegangen ist, bis man irgendwie das so rüberbringt. Aber ich glaube, dass es dadurch ganz gut sozusagen abgefangen ist, dass eben wirklich ein unheimlich breites Programm da ist, das auch das ermöglicht, was man eben in der realen Welt beim Festival kennt. Also gerade bei der ARS, die ja auch real schon sehr unübersichtlich war mit diesen vielen Einzelplattformen und Projekten. Man kann einfach reingehen und schlendern und sie dann sozusagen auch da wegtragen lassen.
Ich möchte einmal kurz auf das, also da sind noch einmal die verschiedenen Orte, aber da gibt es ein schönes Diagramm, das ist ein bisschen unsere Netzwerkstruktur. Wie schaut sozusagen diese Reise durch die virtuellen Kepler-Gärten aus? Also es gibt diese vier Livestreams, natürlich sind Streaming-Kanäle eines der wichtigsten Werkzeuge, die man hat, um diese Programmvielfalt auch rüberzubringen. Das sind vier parallel laufende Streaming-Kanäle, die Content von diesen 160 Orten ausgewählt dann über Linz als Schaltzentrale wieder in die ganze Welt verteilen. Aber wir haben dann auch ein ganz großes Mozilla Hubs Projekt gestartet. Also Mozilla Hubs ist so eine spannende, relativ neue Plattform oder Tool von Mozilla, wo man 3D-Räume gestalten kann. Also das ist so, wie man es in einfachen Computerspielen kennt. Keine extrem ausgereifte Grafik, aber dafür funktioniert es am Handy genauso wie am Tablet oder am PC. Und es kann eigentlich jeder, der sich dort einloggt, kann selber einen Raum gestalten. Und wir haben natürlich eine riesige Zahl von Räumen für Projekte gestaltet, aber vor allem für den sozialen Austausch. Ne? Weil es kommen ja dann so Dinge wie magst du eine Preisverleihung online. Ne? Wir haben gerade zwei Projekte unter dem ganzen, unter den Preisträgern, die Österreicher, Österreicherinnen sind, die wir vor Ort ehren können. Die anderen müssen wir sozusagen alle im Netz machen. Und die große Schwierigkeit dabei ist ja die soziale Dimension. Der Festival ist ja nicht nur das Programm, das ist wichtig und wir Festivalmacher glauben immer viel zu sehr, wie wichtig das ist. Ich glaube, in Wirklichkeit ist die Qualität des sozialen Austausches eine viel größere Komponente und das wird also sozusagen der große Prüfstein sein. Funktioniert es, dass man trotzdem irgendwie den Kurator von dort, die Künstlerin von da, den Professor, die Professorin von der oder der Uni dann auch irgendwie zumindest einmal sehen oder begegnen kann und vielleicht sozusagen erhaschen kann und damit reden. Das ist ja ein ganz wichtiger Teil, vor allem auch in diesen Campusprogrammen, die wir ja jahrelang schon sehr erfolgreich machen. Es sind ganz viele Universitäten heuer wieder dabei. Aber wird es gelingen, sozusagen diesen sozialen Austausch zu machen? Und das ist insofern natürlich ein Problem, weil es tolle Tools dafür gibt, aber du musst die Tools dann so auswählen und herrichten, dass jede ohne also nicht zwei Tage üben und manuell lesen damit umgehen kann. Und das ist natürlich schon unheimlich schwierig, das merke ich bei mir selber. Ich meine, du hast irgendeine neue Oberfläche, ein neues Programm und du brauchst schon ziemlich viel Motivation, dass du das antust, wieder auserfinden, welche Tastenkombination dort und da. Und was man da sehr stark merkt ist, und das ist ein Riesenbaustein für die Zukunft, diese ganze digitale Welt ist nach wie vor so von Ingenieuren und IT-Lern und Computerwissenschaftlern beherrscht und dominiert, das ist ein Graus und ich darf das sagen, weil ich selber Ingenieur bin und sozusagen nicht über andere, sondern über meine eigene Zunft schimpfen muss. Da ist noch so viel zu tun und ich glaube, das ist ja das, was wieder in dieser Debatte um eine Digitaluniversität, ne? Zu glauben, dass die Bewältigung der digitalen Revolution, das Nutzbarmachen der Potenziale der digitalen Welt, dass das primär eine Sache von Ingenieuren und Computerwissenschaftlern ist, das ist noch mehr 20, das ist 19. Jahrhundert schon. Und es ist wirklich sozusagen erschütternd zu sehen, wie hartnäckig sich das in den Köpfen hält. Die große Herausforderung, nämlich nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Ökonomie, dass wir Wertschöpfung daraus generieren, ist, dass wir diesen Link zu uns Usern, Userinnen und Usern herstellen. Wir müssen diese Technologie humanisieren. Und das hat jetzt nichts mit Philosophie zu tun, wenn wir da über digitalen Humanismus reden, sondern ganz beinhart was mit der Möglichkeit, in diesem globalen Wettbewerb eine Chance zu haben. Und da gehören Vertrauen und Verlässlichkeit, die Möglichkeit, damit umzugehen, ganz wichtig dazu. Und das muss in den Köpfen der Entwickler und Entwicklerinnen anfangen. Das reicht nicht aus, dass am Schluss Designer herkommen und sagen, naja, jetzt machen wir es ein bisschen bunter, dann wird es den Leuten schon gefallen. Oder machen wir die Knöpfe größer, damit die alten Leute auch draufdrucken können. Das ist wirklich, das ist so weit entfernt von dem, was die wirkliche Herausforderung ist. Und dafür brauchen wir eine neue Generation von Spezialistinnen. Das ist einfach, also das, was wir mit Kunst und Wissenschaft machen, ist ja nur eine Überbrückungshilfe. Das ist so ein erster Pflaster drauf irgendwie auf das große Problem. Aber die Herausforderung ist so groß, da braucht es eigene Forschung, Wissenschaft und Lehre dafür.
Also welchen, weil du sagst, da braucht es neue Spezialistinnen. Aus welchem Background oder mit welchem Background sind die ausgestattet, diese neuen Spezialistinnen? Ja. Ich glaube, dass sie natürlich alle profunde Kenntnis und ein Know-how der technischen Materie haben müssen. Was, glaube ich, überhaupt eine gesamtgesellschaftliche Frage ist. Wenn man sich überlegt, und ich glaube, man sieht es ja an vielen Beispielen tagtäglich, wie sehr Code, also Software, digitale Strukturen jetzt schon unseren Alltag bestimmen. Und mit der Einführung dieser ganzen Machine Learning Systeme, die so semi-intelligente, aber autonome Entscheidungsfindung dann für uns machen, wird es ja total zementiert. Ne? Dann merkt man, dass wir eigentlich über das, was dieser Welt zugrunde liegt, ne? Worauf sie aufgesetzt ist, ne? Das ist ja Gesetz, ist das, worauf das basiert, worauf das aufgesetzt ist, dass wir von dem überhaupt keine Ahnung haben. Und da geht es nicht darum, dass wir jetzt wieder in der Bildungsfrage hergehen müssen und sagen, wir müssen die Kinder ab dem Kindergarten schon zu Programmiererinnen machen, damit sie dann alle brav bei Siemens, Intel oder sonst irgendwas arbeiten, sondern so wie wir den jungen Menschen Geschichte, Geografie, Sprache, Kunst, Musik beibringen, ohne dass wir wollen, dass die Historiker, Archäologen oder Philosophen oder Theaterwissenschaftlerinnen werden. Wir wollen ja, dass sie alle einen gescheiten Beruf haben. Und trotzdem wissen wir, dass das absolut notwendig ist, weil es eine grundlegende Basis zum Verständnis der Welt ist. Und nur wenn ich die Basis habe, kann ich erfolgreich in diesem Leben agieren. Und da ist jetzt das Digitale, der Code, die Software drinnen. Also da ist eh keine Frage daran, dass es sozusagen eine technische Grundlage braucht. Aber dann ist ja wieder in jeder Hinsicht, was wirklich wichtig ist, ist die Transferleistung. Und zwar in beide Richtungen. Ich muss das Denken, das Fühlen, das Verstehen des Menschlichen reinbringen. Und das ist halt einmal, da gibt es bestimmte Berufsgruppen, die darauf spezialisiert sind. Künstler, Architekten, Designer, Designerinnen, Künstlerinnen sind sozusagen eigentlich da der Pool, aus dem man schöpfen kann. Ne? Aber umgekehrt muss ja dann auch die Transferleistung wieder in die Industrie und in die Wirtschaft bringen. Und dafür braucht es dann wieder die rechtliche Grundlagen, das heißt, ich brauche Juristen dafür, ich brauche Leute, die das in die Betriebswirtschaftslehre aufnehmen und so weiter und so fort. Und vor allem brauche ich jede Menge Grenzüberschreiter. Ne? Ich brauche jede Menge Menschen, die bereit sind, sich zwischen die Stühle zu setzen und zu schauen, wie man diese Bereiche miteinander vernetzt. Mhm. Eine spannende Aufgabe für eine Universität, sozusagen mit ihren Disziplinen, sage ich jetzt nochmal, zwischen den Stühlen zu sein. In Linz haben sie ja einige neue Studienrichtungen, ich denke nur an Roboterpsychologie oder so, aber das heißt ja auch viele, viele Mauern einzureißen. Und was ich sehr schön finde und für mich jetzt da mitgenommen habe, Gerfried, letztendlich ist die Grundvoraussetzung immer das Du, also das Digitale funktioniert auch nur mit dem Du im Gespräch sein. Also das ist, glaube ich, das ist einmal die Grundinformation an alle unsere Kinder, wir brauchen das Du. Es ist einfach, es klingt so ja. Pathetisch, aber sich gelegentlich daran zu erinnern, ist nicht so schlecht, wie notwendig das Du im Menschsein ist. Aber was heißt das für Universität sozusagen? Ja, ich meine, jetzt könnte das hohe Lied der Interdisziplinarität an den Universitäten singen und ich könnte sogar noch höher singen, indem ich sage, die JKU ist wesentlich geprägt dadurch, weil das fast gründungsgeschichtlich ist, aber natürlich muss man ehrlich sein, die klassische Universität ist nicht so aufgestellt, dass wirklich dieses permanent zwischen den Stühlen sitzen passiert. Und dann gibt es gelegentlich so Revolutionen, die zwischen den Stühlen passieren und dann entsteht die Wirtschaftsinformatik und die Mechatronik. Aber das sind vergleichsweise trotzdem noch nicht die Errungenschaften, von denen der Gerfried spricht. Dafür musst du dieses System Universität wieder viel stärker in die Universitas bringen. Und insofern ist es ja schön, dass diese Kepler-Gärten natürlich nicht nur an den Namen der JKU gerichtet sind, sondern dass sie auch an den Namensgeber dieser JKU gerichtet sind und an einen der wirklichen Universalgelehrten, die es halt irgendwann einmal gegeben hat, die halt dann ihr drittes Keplersches Gesetz in eine Weltharmonie gegossen haben. Das muss man sich einmal vorstellen. Und zwar mit musikwissenschaftlichem Hintergrund genauso wie mit allem mathematischen, physikalischen und sonstigen Wissen. Und ich glaube tatsächlich, dass eine Grundbedingung für das zwischen den Stühlen sitzen, dass
Curricula, also Lehrpläne ganz anders entstehen, ganz anders gemacht werden. Und damit hat es schon, ist es schon interessant, dass zwischenzeitlich sehr erfolgreiche Universitäten nicht mit der Spezialisierung beginnen, sondern mit den freien Künsten beginnen. Und also eine Neugründung in dem Zusammenhang. Noch dazu eine, die diese digitale Transformation einigermaßen gerecht werden will, die muss von den klassischen akademischen Hierarchien und Hackordnungen abstrahieren, die muss von bestimmten akademischen und Berufsbildern abstrahieren und die muss das irgendwie schaffen, dass all die, die da einen Zugang finden, gleichberechtigt miteinander umgehen, sonst wird dieser Austausch und das, wie du gesagt hast, das zwischen den Stühlen sitzen, nicht gelingen. Und damit ist der Gründungsakt des Erdenken dieser Strukturen, dieses Prozesses, auch wie schaffe ich so eine Universität, dass sie sich ständig verwandelt, also dass sie metamorphosefähig ist. Das ist Organisationen nicht a priori eingeschrieben. Und wie mache ich sowas? Weil selbst die, die irgendwann zwischen den Stühlen gesessen sind, sitzen irgendwann dann normalerweise relativ fest auf dem neuen Stuhl, der da dazwischen steht. Also diese Veränderung der Welt, die da passiert, und dieser Transfer, also allein das Thema, wie kommuniziere ich in der digitalen Welt, wie berücksichtige ich dieses Du, das du angesprochen hast, das wird einen völlig neuen Wurf brauchen. Und ob wir alle die Kraft dazu haben, das wird man erst sehen. Weil das, aber wenn das gelingt, kann es fast nur in der Neugründung gelingen. Davon bin ich überzeugt. Also deswegen ist auch all die Skepsis, die derzeit gegen das Projekt a priori entgegengebracht wird. Ich verstehe das schon. Und das ist für uns als etablierte Universität auch nicht ganz einfach, damit umzugehen. Aber wenn man jetzt all die Risiken einmal erkennt, aber nicht dominieren lässt und gleichzeitig die Chancen sieht, für diese Welt des 21. Jahrhunderts einen neuen Bildungs- und Forschungsinstitution namens Universität hinzustellen, das ist eine so unglaubliche Chance und es gibt wirklich, das sage ich nicht nur aus Lokalpatriotismus, ich glaube wirklich, und es sitzt ja da einer der wesentlichen Argumente dafür, das ist wirklich für Linz prädestiniert. Und wenn wir das versemmeln, wir alle, wie wir da sitzen, dann wäre das furchtbar. Aber wenn das aufgeht, dann kam wirklich die Vision, dass das ein europäischer Gegenentwurf zum Silicon Valley wird, wo nicht nur das höher, schneller, weiter, sondern das, was der Gerfried völlig zu Recht darstellt, was wir dann sozusagen einfach als digitalen Humanismus mit einem Schlagwort versehen, dann hätte das eine unglaubliche Chance und dann glaube ich ja, dass wir viel mehr junge Menschen dafür erreichen würden, als wenn wir nur sagen, wir brauchen jetzt die Programmiersklaven, die auf freien Stellen füllen. Das ist nicht wahnsinnig animierend für die Jungen und das verstehe ich auch. Und wird uns auch nicht retten. Genau. Weil das ist wirklich nur eine völlig kurzfristige Maßnahme, die ganz schnell dann ihre Wirkung auch wieder verliert. Ne? Weil was wir wirklich brauchen, sind nicht Menschen, die sozusagen für den Arbeitsmarkt abgerichtet oder zugerichtet sind, sondern die in der Lage sind, sich ihren eigenen Arbeitsmarkt zu erfinden. Wir brauchen die Leute, die kreativ, selbstbewusst und unternehmerisch ausreichend denkend sind, dass sie die neuen Geschäftsmodelle, die aus dem heraus entstehen, überhaupt denken können. Weil nur dann werden wir eine Wertschöpfung kriegen. Ne? Und wenn wir immer nur glauben, dass wir jetzt irgendwie schauen müssen, das Bestehende irgendwie zu reparieren und weiter, das muss eh passieren, ne? Das ist eh keine Frage. Wir müssen irgendwie gerade in Oberösterreich schauen, dass wir diese vielen Autozulieferer irgendwann endlich jetzt einmal in die Digitalisierung bringen. Es ist ja eine Katastrophe, was jetzt unter Corona herausgestellt hat, wie absolut undigital und digital unfähig
nicht nur wir da, ich meine, das ist ja das einzige Gute, also es ist sehr, sehr weit gestreut. Ne? Aber Österreich im Besonderen, und ich habe den Überblick da schon ein bisschen jetzt intensiver gekriegt in Oberösterreich, also wie weit die Firmen da alle hinten sind in der Infrastruktur, im Denken darüber, auch wenn sie dann zum Beispiel für Förderprogramme jetzt Ansuchen schreiben. Ich meine, da tun sich schwarze Löcher auf, weil du merkst, okay, da ist überhaupt noch nie darüber nachgedacht worden, was das eigentlich alles mit sich bringt. Ne? Und da rede ich jetzt über ganz einfache Dinge, wie organisiert man den Heimarbeit und so weiter. Ne? Also wie schaut es mit dem Homeoffice und der sozialen Kohärenz irgendwie eines Unternehmens und von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Ne? Geschweige denn sozusagen jetzt eine Technologie wirklich schon innovativ einzusetzen. Und das ist aber das, wenn wir sagen, über die nächsten 5 Jahre hinausdenken, die nächsten 10, 15, 20 Jahre denken, und das ist ja, was den wirtschaftlichen Zyklen auf jeden Fall brauchst, dann braucht man eben ganz andere Leute als jetzt gute Programmierer oder Ingenieure, sondern wir brauchen kreative Unternehmerinnen. Also insofern können wir diesem unsichtbaren Virus sehr dankbar sein, zu sagen, es ist ein Boost. Ja, das haben wir noch nicht bewiesen. Also, ob wir sozusagen auch auf die Strecke oder auf die Straßen bringen, was so schön heißt, das steht für uns alle noch bevor. Nicht? Und ich meine, wir reden ja da aus einer sehr privilegierten Situation, wie immer. Nicht? Also, die große Frage ist ja, wie wird die damit einhergehende wirtschaftliche Unsicherheit auch das gesellschaftliche Klima noch mehr zerstört. Nicht? Das war ja einer der Gründe, wieso wir uns sozusagen gegenseitig sehr schnell begonnen haben, Mut zu machen, dass wir das Festival trotzdem riskieren. Weil schlichtweg, glaube ich, dass die zentrale Aufgabe von Kunst und Kultur ist, an der Kohäsion der Gesellschaft zu arbeiten. Und weil Kunst und Kultur genauso wie Wissenschaft einfach schlichtweg nicht überlebensfähig sind, wenn es nicht den Austausch, den Dialog, und zwar nicht nur im eigenen Gartenzaun, sondern auf einer globalen Ebene gibt. Und zum Glück müssen wir ein bisschen Werbung für andere Sachen machen. Es ist nicht nur die JKU, die ein großartiges Programm macht. Es ist auch wirklich fantastisch, was die Kunstuni aufgestellt hat. Auch sozusagen und gerade auch unter den Einschränkungen von Corona. Man wird die Möglichkeit haben, im OK, im klassischen Sinne, wie jedes Jahr die Preisträgerprojekte von Prix Ars Electronica sich anzuschauen. Und wir haben wesentlich weniger Künstlerinnen und Künstler selber da. Aber bei vielen ist es gelungen, die ganze Installation in Kisten zu verpacken. Und wir haben es halt jetzt sozusagen mit Telefonanleitung irgendwie zusammengeschraubt und aufgebaut. Also es ist eine absolut vollwertige Ausstellung im OK. Wir haben mit Crossing Europe, die ja ihr ganzes Wally-Export-Programm sozusagen in den September in die Ars Electronica verschoben haben. Es gibt die Wally-Export-Ausstellung in der Landesgalerie, die auch da noch dazugehört, dann eben der Wild State, also den absoluten Wildwuchsgarten, wie es ist gehört, sozusagen für die Kunstuni, die den Hauptplatz bespielt. Und es gibt natürlich bei uns im Ars Electronica Center auch 5 Tage volles Programm, wie in jedem Festival. Das Einzige, was der Unterschied ist, ist, wir dürfen nicht so viel Leute reinlassen. Im Deep Space 40 Leute statt 180, so wie sonst irgendwie, wenn wir noch ein paar eingequetscht haben. Und die Projekte so in der Stadt, die Häuser kann man ganz normal besuchen, also da muss man sich nicht vorher anmelden. Aber natürlich, wie im Moment die Rahmenbedingungen sind, darf jedes Haus nur eine bestimmte Anzahl von Menschen gleichzeitig drinnen haben. Das heißt, es kann durchaus passieren, dass man halt hinkommt und dann darf man gerade in dem Moment nicht rein, weil schon zu viele Leute drinnen sind. Da haben wir dann aber überall Leute verteilt, die an Ort sozusagen ständig informieren können. Die sind untereinander ständig vernetzt und wir wissen dann immer, welche Häuser haben gerade welche Kapazitäten. Und dann können wir einfach gut beraten und sagen, okay, jetzt im OK ist gerade dicht, schaut am Hauptplatz, bei der Kunstuni ist gerade ein bisschen was frei oder im AEC oder kommt es in 2 Stunden wieder, weil im Moment ist so ein Andrang. Also wir versuchen, bestmöglich die Leute zu servicieren. Und da kann man eigentlich ganz normal unter den Voraussetzungen eben die Programme besuchen. Natürlich in den Häusern sind die Abstände einzuhalten, die Maskenpflichten und so weiter, wie sie gegeben sind. Was auch eine coole Geschichte ist, dass heuer die Klangwolke wieder mal ein richtig experimentelles Kunstprojekt wird und dass man
die jungen Alten, die junggebliebenen Alten, den Peter Androsch, den Fadi Dorninger, den Sam Auinger und die Gitti Wasicek, als Künstlerinnen und Künstler, die wirklich mit der Klangwolke aufgewachsen sind, ne? Die alle in der einen oder anderen Form sogar an der ersten Klangwolke mitgearbeitet oder eine Rolle gespielt haben, die gestalten ja seit Wochen und Monaten, muss man jetzt schon sagen, ein neues Klangprojekt für Linz. Das sie natürlich nicht in ein 100.000 Leute Feuerwerkspektakel am Donauufer entladen wird, sondern in vielen subtilen Partizipations- und Klangprojekten. Hagenberg macht Expanded Animation, ein eigenes Festival rund um Computeranimation. Und da sind wir jetzt noch einmal im wunderschönen Refugium des Herrn Rektor. Und das ist jetzt wirklich, aber das Gelände ist einfach sowas von genial, wie das jetzt draußen ist. Und jedes Mal, wenn ich draußen bin, muss ich eine Träne zerdrücken mit der Vorstellung, wie wäre ein richtiges Festival da draußen, wo man einfach dann den ganzen Tag und den Abend gemeinsam in der Wiesn sitzen können, wo man nicht irgendwie, wenn wir was essen wollen, uns mit Maske irgendwo anstellen müssen. Aber es wird trotzdem cool, weil wir eben geführte Gänge durch das ganze Areal machen und man gleichzeitig eine tolle Gelegenheit hat, einfach das große Areal kennenzulernen. Meinhard Lukas hat auch die Angewandte aus Wien mit ins Boot geholt, die mit einem tollen Projektionsdom draußen vertreten ist. Also eine Geschichte, wo normalerweise, glaube ich, 120 Leute Platz haben und jetzt dürfen 30 irgendwie nur drinnen sein. Und eine Reihe von anderen wirklich fantastischen Projekten, einerseits aus dem Litcall, andererseits von Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt. Also wir haben tatsächlich Projekte aus Japan und den USA auch da, immer unter den eben mit den Möglichkeiten oder so eben realisiert, dass die Projekte uns geschickt wurden und wir wirklich literally mit stundenlang am Telefon und dann mit Video und Fotos, der Teil, wo kehrt der hin und wer kehrt der hin, haben wir es geschafft, diese Projekte auch aufzubauen. Es gibt die Starts Exhibition, dieses tolle Projekt der Europäischen Kommission, das ja seit 5 Jahren eben mit Preisen an die Leute wendet, die eben in dieser Zusammenarbeit von Kunst, Technologie, Wissenschaft und Wirtschaft realisieren. Eine unheimlich spannende Geschichte, weil das redet sie so leicht. Ne? Und seit Jahren, auch wir als Elektroniker, reden wir immer davon, wie super das ist, und ein Künstler und Wissenschaftler und die Inspiration und was da für Ideen rauskommt. Aber umso mehr das jetzt sozusagen greift, umso länger da Projekte auch erfolgreich gemacht werden, umso stärker merken wir natürlich auch die Probleme, dass da Kulturen aufeinandertreffen. Zum Beispiel in der Frage, wie geht man mit Copyrights um? Ne? Wie geht man mit einer Idee um, die man irgendwo aufschnappt? Und es ist ziemlich unterschiedlich, ob da eine Firma als Forschungseinrichtung, eine Universität, eine technische Uni oder eine Kunstuni oder einzelne Künstlerinnen und Künstler. Werden wir heuer eine schöne Veranstaltung machen, auch mit Spezialisten aus dem Rechtswesen, mit dem Meinhard Lukas und dem Gerald Bast. Nicht zuletzt, weil es da sogar einen aktuellen Fall gibt. Ne? Das ist ein Preisträgerprojekt, ein unheimlich tolles Projekt. Das finde ich dadurch in keinster Weise geschmälert wird, aber rund um das Projekt bricht jetzt gerade ein Urheberrechtsstreit aus, der vor Gericht getragen wird. Und da merkt man einfach immer wieder, dass wir mit Kreativität und Innovation viel zu naiv umgehen. Nämlich nicht nur wir Künstler und Kulturschaffenden, sondern unsere Wirtschaftsleute und Politiker genauso. Ich glaube, wir meinen, das ist ja super, und eher bei uns sind, dann haben wir die Tabakfabrik und da sind diese vielen kreativen Menschen und die haben dann neue Ideen für die Zukunft und jede Stadt hat ihre Gründerzentren. Aber kaum jemand denkt ernsthaft darüber nach, wie unterstützt man diese Menschen alle in der Übertragung und Überführung dieser Ideen in eine wirtschaftliche und industrielle Wertschätzung. Wo du plötzlich wirklich, also wie wenn du den Aggregatzustand veränderst. Ne? Gerade war es nur irgendwie schön warm und kuschelig und plötzlich ist es eiskalt und alles ist gefroren. Oder so heiß, dass alles verdampft, je nachdem. Ne? Und das ist auch, glaube ich, eine der Sachen auch wieder in Richtung, sozusagen, wie muss man ausbilden. Wir müssen in einer Kunstuni genauso sagen, andere Ausbildungsideen reintragen. Das trifft ja nicht nur technische Unis. Diese Kompetenzen, über die wir da geredet haben, und die sollte man am besten, was wir versuchen mit Create Your World und zum Kinder- und Jugendprogramm, natürlich vom Kindergarten an machen. Und Create Your World wird auch wunderschön unter den alten Bäumen der
des ehrwürdigen Universitätscampus dort umrühren und Sachen präsentieren. Wir haben zum zweiten Mal auch den Zuschlag bekommen, das Festival AI meets Music im Rahmen der Ars Electronica zu organisieren. Das haben wir voriges Jahr uns ausgedacht und erfunden und zum Glück bei der Kommission so viel Interesse dafür erzeugen können, dass wir jetzt ein zweites Mal ein Budget dafür gekriegt haben. Da gibt es fantastische Projekte, diese bunten Hörner da, so ein wunderschönes KI-Projekt, das ist wirklich toll, also das müsst ihr ja fast ankaufen für einen Vorplatz unter da. Ein tolles Kunst- und Bauprojekt, da kann man sozusagen selber reinsprechen, reinsingen, Geräusche machen und ein KI-Netzwerk versucht dann mit unterschiedlichen, sozusagen, also das hat unterschiedliche kulturelle Stile gelernt, global. Und sozusagen diese unterschiedlichen kulturellen Stile wendet es dann an, um daraus wieder sozusagen eine neue Komposition, eine neue Klangarbeit zu machen. Und ganz toll ist unser Ali Nikrang, selber einer dieser tollen Hybride, Computer Science studiert bei euch auf der JKU, vorher Komposition und Klavier am Mozarteum, hat jetzt in den letzten 2 Jahren sich total darauf konzentriert, eigene KI zu entwickeln, die komponieren kann und hat vor allem Interfaces dafür entwickelt, dass jetzt auch normale Komponistinnen und Komponisten damit umgehen kann, wo du wirklich sozusagen die KI komponiert und du siehst in dem Moment sozusagen, was sie ausspuckt und kannst sofort eingreifen und sagen, na, an der Stelle möchte ich, dass die Musik jetzt in eine andere Richtung geht. Und sofort schlägt er die KI wieder 3, 4 Varianten vor und das ist ein unheimlich interessanter sozusagen Co-Creation-Prozess und da wird es ein Projekt geben, das am Freitagabend stattfindet, wo mehrere Stücke, die seine KI komponiert hat, die haben wir an Musikerinnen und Musiker in der ganzen Welt jetzt verteilt und die machen jetzt ihre Responses und Antworten, improvisieren drüber, bearbeiten die Stücke, da entsteht eine riesige Datenbank im Netz, aber ich glaube 10 Musikerinnen und Musiker werden dann am Freitagabend live ihre Antworten auf die KI präsentieren. Und da haben wir eben bewusst geschaut, dass das Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen sind, um diese Frage nach dem Kern der Kreativität, die sich ja so schön stellt immer in dieser Auseinandersetzung mit einer Kompositions-KI. Nicht? Ist das jetzt nur technischer Firlefanz? Ist das irgendwie nur Effekthascherei, wenn das gut klingt? Nicht? So wie der Adorno seinerzeit über Strawinsky gesagt hat. Nicht? Und der Meinung war, so, nur der Schönberg ist der Gute und Strawinsky, das ist ja alles nur Schall und Rauch und Blendwerk. Oder ist da wirklich mehr dahinter? Nicht? Und wo entsteht das mehr? Nicht? Und das jetzt auch sozusagen vor dem Hintergrund der globalen kulturellen Diversität zu überprüfen, das wird unheimlich schön. Und Steinway stellt uns den 240.000 Euro teuren neuen Computerflügel dafür zur Verfügung. Also das wird in deiner Kepler Hall stehen. Den wir im Bucknerhaus schon gesehen haben. Genau. Ja. So entstehen lassen, oder? Dann. Ja, das ist so eine Spur. Ja, und natürlich aber... Da kann ich ja die wieder bitten, was zu sagen dazu. Die Konzertnacht, das große Juwel jedes Festivals, haben wir auch gerettet. Danke. Ja, das war ja spannend, ja, ja. Ein Prozess, weil man ja, wie du ja gesagt hast, wird das überhaupt was, wenn ein großes Orchester spielt, dann nimmt man ja an, dass sozusagen ein größeres Publikum davor sitzt. Aufgrund der Zeitumstände hat sich ja dann ein Setting entwickelt, das wird, also im Zentrum steht Musik aus Fidelio, Beethovens quasi Freiheitsoper. Und da hat sich zusammengefügt letztendlich ein Stück oder eine Performance, wo quasi die Freiheit und der Kampf dafür, um das kurz zu sagen, thematisiert, vielleicht auch ein Moment des Innehaltens mit Texten quer über die Jahrhunderte, von Widerstandskämpferinnen und Kämpfer halt für die Freiheit bis zu Johanna Donal rauf. Im Zentrum die Beethovensche Musik, aber auch eine Improvisationsband, die sozusagen wieder einen anderen Freiheitsbegriff im Sinne des Musizierens auch inne hat. Und es wird sehr spannend, wie sie das gefügt hat, weil so ein Hester wird in der Kepler Hall spielen. Mhm. Und wie sie dieses Gesamtbild dann auch zusammenfügt, da bin ich höchst gespannt. Ja, wir auch. Und wir arbeiten minütlich dran, weil ja die große Herausforderung ist, und man muss jetzt immer natürlich sagen, wir haben
durch Corona natürlich massiv an Sponsorgeldern und Unterstützungen verloren und außerdem natürlich auch massiv an Einnahmen aus Museumseintritten, aus Festivaleintritten, und es sind alle internationalen Ausstellungen, die für dieses Jahr geplant waren, die für uns eine wesentliche Einnahmequelle sind. Wenn wir in Seoul, Tokio, Peking, Shanghai, Moskau Ausstellungen machen, dann kassieren wir dafür. Das ist ein Teil unserer wirtschaftlichen Aktivitäten. Also das ist nicht, dass wir dort was hin finanzieren, sondern ganz im Gegenteil. Das ist alles gefallen. Also wir haben 40% an Budget verloren von diesem Festival. Und unter diesen Rahmenbedingungen jetzt einerseits trotzdem physisch eine große Geschichte hinzukriegen und natürlich, ich meine, 160 Partner in 120 Ländern vernetzen, das klingt zu leicht. Ne? Also das ist eine mega Geschichte, und ich meine, es schaut jetzt sogar aus, wenn sie Amazon nicht dahinter klemmt, dass wir sogar den Amazon-Server in die Knie zwingen werden. Also die haben jetzt auch schon gemerkt, dass sie irgendwie upgraden müssen und mehr Bandbreite zur Verfügung stellen, weil jetzt in der Vorbereitung schon so viel los ist auf den Servern. Ne? Und das natürlich jetzt sozusagen dann auch für so ein Projekt wie die Konzertnacht, das so zu gestalten, dass es für 500 Menschen vor Ort zu einem tollen Erlebnis wird und gleichzeitig aber auch gestreamt werden kann. Mit der künstlerischen Absicht, nicht einfach eine Art Public Viewing zu machen. Also nicht herzugehen und sagen, super, da ist jetzt ein Orchester, das spielt und ein paar Sänger, das füllen wir ab wie im Fernsehen und das übertragen wir dann. Sondern die Bilder, die entstehen, sagen selbst zu Protagonisten dieser ganzen Inszenierung zu machen. Und zum Glück haben wir Karl Markovic sehr schnell davon begeistern können. Und der Markus und der Karl haben sofort sozusagen unheimliche, da sind die Funken geflogen. Dann haben wir die Maria Hofstetter noch davon überzeugen können, die ja mit Markovic schon viel gemacht hat und eine Reihe von anderen Künstlern und Künstlerinnen. Und es wird jetzt wirklich eine unheimlich spannende und schöne Reise auch durch die Kultur- und Menschheitsgeschichte des Widerstands. Nicht? Von Leuten wie der Olympe de Gouges, der weitgehend unbekannten Frauenrechtlerin der Französischen Revolution. Und das muss man sich vorstellen. In der Französischen Revolution, die ja wirklich literally nur von Fraternität gesprochen hat, nicht? Da war keine einzige Geschichte, dass Frauen auch irgendwelche Rechte kriegen sollen. Ist sie aufgestanden und hat gesagt, hey Jungs, stopp, wir müssen auch, und hat eine Deklaration der Frauenrechte gemacht, die, glaube ich, 5-mal kopiert wurde, und dann ist sie eh schon, ist sie nicht sogar verbrannt worden, also sie ist nur geköpft worden oder sowas. Nicht? Aber sagen, für diese Zumutung, für diese Frechheit, zu glauben, dass Egalité und Fraternité auch was für die Frauen sein könnte, haben sie gleich kurz einen Prozess mit ihr gemacht. Nicht? Und trotzdem findet man immer, dass die Französische Revolution sowas Cooles war. Ne? In Wirklichkeit, glaube ich, muss man viel über die Geschichte nachdenken. Und natürlich Sonntagabend gibt es, Sonntagnachmittag, diesmal nicht am Abend, das schöne Abschieds- und Farewell-Konzert von Maki Namekawa und Dennis Russell Davis. Kann stundenlang darüber reden, wie wichtig es ist, dass sie alle, wenn sie hoffentlich kommen, bitte Verständnis haben für die vielen Unannehmlichkeiten, die mit dem Corona-Schutz einhergehen. Ich bin auch schon mit der Corporate Identity Warnweste und Sicherheitsweste ausgestattet, um das. Und das ist natürlich schon auch großartig. Ne? Dass eben nicht nur diese Partner, die kulturell beitragen, sondern was da auch für ein Netzwerk an Supportern und Unterstützern entstanden ist. Es sind ganz viele neue Kooperationen, sei es die Förderung, die wir jetzt auch vom Außenministerium kriegen, weil die einfach auch gemerkt haben, dass das, was wir da machen, unheimlich wertvoll ist für die Auslandskultur. Das ist sagen, das, wonach sie immer suchen, wie man sagen, Österreich auch in der digitalen Welt repräsentieren kann. Und das hat natürlich auch jetzt uns wieder ein bisschen weitergeholfen. Aber das ist schon fantastisch zu sehen, jetzt nicht nur sozusagen aus eigenen Stolz auf das, woran man arbeitet, sondern einfach, welche Dynamik das tatsächlich entfalten kann. Spannende Zeit, ja. Spannende Tage, die uns bevorstehen. Es ist jetzt auch der Zeitpunkt. Gibt es Fragen, Kommentare, Anmerkungen wie im Salon? Ist der Würfel kaputt? Also. Mich würde interessieren, du hast die Wichtigkeit der sozialen Räume beschrieben, kann ich nur beipflichten, eben gerade beim Ars Electronica Festival und wann die Stadt einfach, wie sie entwickelt. Wie kann man sich das
im Konkreten dann jetzt digital vorstellen? Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Ist das moderiert oder sind das einfach wirklich nur Plattformen, wo man sich begegnen kann? Also es ist beides. Wir haben eben diese Online-Variante unserer We Guide You-Touren, wo Leute aus unserem Team und Leute von den vielen Festivalpartnern zu bestimmten Zeitpunkten, da findet man sich sozusagen, so wie man sich vorher, weiß nicht, beim Infocounter in der Postcity eingefunden hat, geht man eben auf die oder die Webseite und von dem Link aus geht es dann auf eine Führung. Das schaut dann zum Beispiel so aus, dass man dort, wir verwenden jetzt meistens Zoom, weil der Versuch, sozusagen da jetzt irgendwelche coolen Open-Source-Plattformen zu featuren, das hat nicht sehr lang funktioniert, weil uns einfach viele Partner dann gesagt haben, hört auf mit den Plätzchen, schauen wir gescheiter, dass wir was verwenden, das wir schon kennen, wo wir wissen, wie es funktioniert. Die Experimente machen wir an anderer Stelle, also das meiste ist mit Zoom. Und dann kriegt man sozusagen von dort aus ist dann ein Link, da steigt man in die Zoom-Konferenz ein und in dieser Zoom-Konferenz wird man dann sozusagen von jemandem durch Videos, durch Links oder überhaupt sozusagen ein Gang durch eine Ausstellung, wo die wirklich sozusagen mit Kamera in der Hand oder einem Kameramann, Kamerafrau sozusagen im Rücken durch die Ausstellung gehen und dann einfach hergehen und sagen, okay, das ist das und das Projekt und dann redet man drüber, kriegt es erklärt und kann Fragen stellen. Und dann gibt es eben diese Räume, wo man einfach reingehen kann und schauen kann, was ist da los. Da gibt es eine Art Index, natürlich vorausgesetzt, die Leute geben ihren richtigen Namen ein, kann ich dann da schauen, okay, was ist nicht üblicherweise, unser Beispiel ist immer der Hiroshi Ishii, der Professor und Vizedirektor vom MIT Media Lab, ein gern gesehener Gast bei der Ars Electronica, weil da alle immer mit dem irgendwie reden wollen und das ist immer so beim normalen Festival, so wirklich die Börse, wer weiß, wo der Ishii gerade ist, wo muss man hingehen, um ihn zu treffen und dafür gibt es auch sozusagen Unterstützung, also es gibt so eine Art Namensliste, wer ist gerade in diesen Mozilla Hubs drinnen und in welchem Raum ist er gerade. Und dann kann ich irgendwie dorthin gehen und leider haben diese Mozilla Hubs Räume noch Beschränkungen, da können immer 25 Leute gleichzeitig drinnen sein. Die kann man dann zwar klonen, das heißt, ich kann über ein Fenster sozusagen reinschauen, aber wenn ich aktiv teilnehmen will, muss ich halt warten, bis einer rausgeht und dann kann ich wieder rein und dann ist hoffentlich der Ishii noch drinnen und ich kann sagen, Herr Professor, ich habe das und das Projekt, das ich Ihnen schon ewig vorstellen wollte. Also das ist, und da ist man Avatar, nicht? Also da kann man auch selber ganz schnell irgendwie so ein bisschen in sehr einfacher Weise sein Figürchen machen und das Figürchen rennt dann halt herum und dann sehe ich ein anderes Figürchen und da ist, so wie das früher bei Second Life war, wer sich noch erinnern kann an das, steht halt dann der Name drüber und dann kann ich irgendwie zum Chatten anfangen. Diese Räume haben überall auch Bildschirme drinnen, wo man jetzt wieder Kunstprojekte oder Streaming sie anschauen kann. Das heißt, ich kann, so wie ich sonst in einem Café sitze und dann läuft da irgendwie Streamen. Also gibt es auch mehrere Orte, wo man sich einfach zu einem Café hinsetzen kann draußen am Campus. Und dann läuft aber dieses Video oder die Videos aus dem Netzwerk nicht einfach so ab, sondern da ist überall ein Content Jockey dabei. Der ist also immer wieder der Messerverkäufer am Urfahrmarkt, der sozusagen immer schaut und die Leute sofort anrät und schaut, dass die nicht einfach vorbeigeht, sondern also wir versuchen die Leute so zu briefen, wirklich so zu tun, wie wenn das der Urfahrmarkt war. Ne? Du musst einfach um Aufmerksamkeit sozusagen anders dringen in der digitalen, in der Online-Welt. Und das sind im Wesentlichen sozusagen diese geführten Dinge und diese Mozilla Hubs sind die Räume, wo es einfach um das Abhängen miteinander geht. Mhm, danke. Zweite Frage habe ich noch, weil du ja gesagt hast, wo überall quasi diese Standorte sind, also wirklich weltweit, bedeutet ja, dass es ein 24 Stunden pro Tag Festival, digitales Festival ist. Das ist ja wahrscheinlich eine große Herausforderung. Genau. Magst du dazu noch was sagen? Wie gesagt, es sind 82 Tage Programm, das in diesen 5 Tagen abläuft. Ne? Das Tolle daran ist, dass im Vergleich zum normalen Festival, wo man ja die letzten Jahre schon lang keine Chance mehr hatte, alles überhaupt, also selbst mit rund um die Uhr sich anzuschauen, der Großteil von diesem Content bleibt jetzt permanent drinnen. Und das ist sozusagen unser nächstes Experiment, wo wir aber wirklich erst nach dem Festival anfangen, ist, wie kann man das sozusagen auch verwerten und bewirtschaften, unter Anführungszeichen. Also wir sind jetzt schon in Kontakt mit Kuratorinnen und Kuratoren von den Partnern, dass wir unser Ort Schedule ausmachen, dass man sagt, weiß ich nicht, entweder zumindest ein, zweimal in der Woche
gibt es einen Termin, wo dann jemand sozusagen seine Highlights, ihr Best-of aus diesem Programm wieder vorstellt, sodass das Ganze nicht einfach nur wie in einem Dumpster dann irgendwie halt digital verrottet, sondern schon auch eine Zeit lang noch so genutzt werden kann und ein Publikum erreichen kann. Und die 24 Stunden sind natürlich ein Hammer. Ne? Also das ist die Nervenkostüme liegen um diese Jahreszeit immer blank, das ist klar, aber heuer ist das schon noch einmal eine ganz andere Qualität und die Herausforderung, weil man natürlich auch auf der anderen Seite, wir haben Arbeitsschutzgesetze mit guter Begründung und Recht, das soll ich ja nicht falsch verstehen, das heißt, wir arbeiten natürlich in drei Schichten. Ne? Wir haben drei Teams, die das unterschiedlich irgendwie handeln müssen und wir haben auch natürlich einen Weg, mit dem wir umgehen, ist, dass wir nicht alles wir erledigen. Also wir haben ja unter diesen 160 Partnern sind ja einige dabei, die mindestens so kompetent sind in der Erfahrung und von der Infrastruktur, die sie haben, die dann natürlich auch übernehmen und die dann eben, was weiß ich, den asiatischen Raum zur Kernzeit dort bespielen oder die Westküste, die dann sozusagen wirklich von dort aus versorgt wird, wo wir dann trotzdem schlafen gehen können, weil wir wissen, von San Francisco aus wird da jetzt mehrere Stunden einfach das Programm übernommen. Und das ist dann wieder die Geschichte. Also auf der anderen Seite tut man es ja am Anfang immer schwer, sozusagen Kontrolle abzugeben, aber auf der anderen Seite, du kriegst so viele Möglichkeiten dazu. Ne? Das ist vom Logistischen, aber natürlich auch von den Inspirationen. Also das ist sicher auch das Festival mit der größten Anzahl an Kuratorinnen und Kuratoren jemals. Also die Diversität des Programms ist ja dann auch eine Qualität für sich. Danke. Desinfizieren. Meine Frage ist jetzt teilweise eh schon beantwortet. Die wäre gewesen, bleibt eben was noch weiter bestehen, weil die räumliche und zeitliche Beschränkung ist natürlich schon frustrierend. Nicht? Ich meine, es war im Postverteilerzentrum eigentlich immer schon, hat man das Gefühl gehabt, eigentlich versäume ich viel mehr, als ich da erlebe oder was ich anschauen kann. Und das wird jetzt natürlich noch viel intensiver. Nicht? Also dieses Gefühl, Ich versäume eigentlich den Großteil und kann das gar nicht genießen, aber es gibt was Bleibendes, es wird was weitergeführt. Genau. Es ist so. Und zwar nicht nur, dass das eben irgendwo digital gespeichert bleibt, sondern das müssen wir aber im Detail gestehen, also da das alles noch erarbeiten und umsetzen. Also der Plan, wie gesagt, ist das, dass wir uns halt da die Arbeit teilen, dass wir dann regelmäßig, wahrscheinlich zweimal in der Woche, so Führungen oder Programme machen, wo eben unterschiedliche Leute dann. Wie lange wird das sein etwa? Über welchen Zeitraum zieht sich das hin dann? Ja, der Plan ist. Genau, in Wirklichkeit ja, bis zur nächsten AS, aber zumindest einmal bis Jahresende auf jeden Fall. Nicht? Und das ist jetzt, wir haben ja auch mit Mai begonnen drüben im Museum, dieses Home Delivery, wo es eben diese Konzerte gibt, die wir machen, aber auch die Präsentationen und Vorträge im Deep Space, aber auch ganz einfaches Programm, wo Infotrainerinnen und Infotrainer einfach anhand der Ausstellungsstationen im AEC bestimmte Geschichten erzählen und Themen rüberbringen. Da entsteht jetzt gerade so, entstehen gerade Pakete, die das dann auch ab Herbst für die Schulen anbieten. Weil wir natürlich normalerweise haben wir unheimlich viele Schulexkursionen, wir haben die 40.000 Schülerinnen und Schüler im Klassenverband jedes Jahr da, die natürlich alle ausfallen werden, weil unter den Bedingungen wird keiner auf Exkursionen gehen mit einer Klasse, ne? Das Risiko ist viel zu hoch. Aber ich glaube, dass wir also diese komplementäre Qualität von Kultureinrichtungen im schulischen Bildungssystem, die dürfen wir auf keinen Fall verlieren. Ne? Und das ist jetzt kein Schul- und Lehrer-Bashing, aber Schulen können nur eine bestimmte Art von Bildung und Zugang zu Bildung ermöglichen. Das ist inhärent in der Institution. Museen, Kultureinrichtungen in der ganzen Breite sind eine ganz wichtige Ergänzung, eine komplementäre, keine Konkurrenz, sondern eine komplementäre. Und wenn die wegfällt auf Dauer, dann haben wir echt ein riesiges Problem, sozusagen, oder ein zusätzliches Problem. Und da müssen wir schauen, wie wir das irgendwie einbauen. Und wir wollen ja auch im Museum, unabhängig davon, wie sehr wir jetzt dann in den nächsten Wochen und Monaten den Tagesbetrieb erweitern können oder womöglich wieder einschränken müssen, wir werden mit dem Home Delivery nie mehr aufhören. Das ist so eine dieser Geschichten, das ist nicht zurück zur alten Welt, sondern vorwärts zur alten Welt. Ne? Also wir wollen nicht weg von der alten Welt und sagen, super, jetzt haben wir endlich das ganze Physische los, wir sind nur mehr im Netz, sondern wir wollen
zu dieser Vorstellung, zu dieser Qualität des Physischen, aber mit der Komponente, dass das Digitale einfach ein ständiger Begleiter oder eine zweite Ebene ist, wo man das Physische, Soziale austragen kann. Und dafür, das sind jetzt alles sozusagen unsere Spielplätze oder Versuchsanordnungen. Und das Festival hilft uns damit jetzt natürlich eine enorme Menge, also 82 Tage Programm. Plus, es sind, glaube ich, 280 Videos, die vorproduziert von den Partnern jetzt schon auf unserer Plattform geladen wurden. Jetzt hätte nie eine Einzelperson jemals alles anschauen können. Aber so ist es auch im Internet. Nicht? Also, wie viele tolle Dinge entdeckt man jedes Mal wieder, wenn man ins Internet geht? Ich habe jetzt gerade die Norton Lectures von Leonard Bernstein. Alle fünf sind in voller Länge einfach in super Qualität auf YouTube. 12 Stunden in Summe. Ich meine, da sind wir ja harmlos dagegen mit unseren Formaten. Und ich glaube nicht allein, wenn das sozusagen uns allen hilft und inspiriert, sozusagen auch das Internet wieder anders zu sehen als Steinbruch, als Quelle von Material und Inspiration. Wir haben uns viel zu sehr, ja, glaube ich, auch eingeredet in die berechtigte, in den berechtigten Ärger über den ganzen Schrott vom Internet, ne? Dann diese ganzen Conspiracies und all dieser Quatsch. Ja, das Einzige, was man dagegen tun kann, ist besseres Material reintragen und mit dem besseren Material selber sagen, umzugehen. Ich hätte eine Frage. Wird es den Internet Yamaichi wieder geben? Wird es ein Internet? Yamaichi, der also, Schwarzmann. Ja, es gibt, glaube ich, wieder ein Internet Yamaichi heuer. Also es ist einer der frühen Programmpunkte schon gewesen. Ich weiß jetzt aber nicht genau, wo und wie man heuer genau abwickeln. Also, ich glaube, zu wissen. Ja, super. Ja, den wird es wieder geben am Hauptplatz und ich glaube zu wissen, dass es am Samstagvormittag ist. Also das ist, Yamaichi ist das japanische Wort für so eine Art Flohmarkt, wo Menschen einfach ihre Ideen, Talente, Qualitäten, Aspekte des Internet feilbieten. Und das ist ein Format, das sich vor vielen Jahren von Japan aus entwickelt und eigentlich verselbstständigt hat. Das gibt es jetzt sozusagen an vielen Orten und das hat sehr interessante Dinge, also wo man von lustigen, schrägen Projekten über Kunstprojekte bis hin zu richtigen Dienstleistungen, die Leute anbieten. Ich bin gespannt, wie sich das sozusagen auch jetzt unter der Corona-Geschichte sozusagen verändert, weil es bisher schon immer eher sozusagen ein bisschen die leichte Schulter gehabt hat und mehr der Witz und der Spaß dran war, aber jetzt natürlich unter diesen Aspekten, glaube ich, eine ganz andere Ernsthaftigkeit erkriegt. Ne? Habe ich das richtig verstanden vorhin? Sie sagen, weil ja verschiedene Städte hier über Linz verteilt sind, wo eben Ausstellungen für Ars Electronica also in dem Rahmen sind und für die Koordination, weil ja an dem einen oder anderen Ort vielleicht mal ein bisschen Gedränge ist, gibt es Leute, die dann dort direkt Auskunft geben, ne? Und die sind untereinander koordiniert. Warum ist das denn nicht digitalisiert worden in Form einer App, sodass man gar nicht erst dorthin geht und dann warten muss? Das war jetzt eine sehr rhetorische Frage, oder? Nein, natürlich gibt es das als App und so weiter sowieso. Also das ist für uns jetzt sozusagen die Normalgeschichte. Das, was wir ganz bewusst machen, ist natürlich, das wirklich physisch vor Ort auch anzubieten, als Servicequalität, nicht? Ein bisschen als Entschädigung für die Ungemach, die mit dem Festivalbesuch heuer einhergeht. Und es ist tatsächlich auch so, also man muss ja vor allem für die Kepler-Garten, für den Campus, Tickets gibt es nur online, aber wenn Sie nicht Lust haben oder können, es gibt ein paar Menschen, ich habe jetzt gerade heute einen dreiseitigen handgeschriebenen Brief geöffnet von jemandem, der sagt, ich habe kein Internet, ich will kein Internet, ich will mir trotzdem das Festival anschauen. Und natürlich wird für diese Leute der Infocounter beim AEC eine Anlaufstelle sein. Nicht? Wenn sie irgendwie das Gefühl haben, ja, ich kenne mich nicht wirklich aus, also jetzt habe ich zwar ins Netz geschaut, aber wie ist denn das zu verstehen? Dann ist der beste Weg einfach zu den Öffnungszeiten des Museums zum Counter zu kommen und sie dort helfen zu lassen.
wenn das zu viele Menschen machen, wird der Teil kollabieren, weil sagen, dafür ist das Netz da und wir wollen ja sozusagen die Nutzung der digitalen Infrastruktur da zum Einsatz bringen. Aber ich glaube, es ist eine wichtige symbolische Geschichte und am Ende des Tages, wieso haben wir im AEC, wo so viele Computer stehen, seit 25 Jahren jeden Tag 20 bis 30 Infotrainer und Infotrainerinnen? Wir sind das personalintensivste Museum, glaube ich, wenn man so Besucher umrechnet, Besucherzahlen oder Quadratmeter auf Betreuung von, weiß nicht, definitiv von Österreich, wahrscheinlich von ganz Europa. Aus dem guten Grund, wenn du neue, ungewöhnliche Dinge vermitteln willst, dann musst du eine Rampe legen. Alles andere hieße die Menschen vor den Kopf stoßen. Und ich glaube, dass wir voriges Jahr 190.000 Besucherinnen und Besucher im AEC hatten, ist wesentlich in dem geschuldet, dass wir diese Vermittlungsqualität, dass wir uns die Arbeit und den Aufwand antun. Und das ist bei all diesen Dingen einmal mehr das Statement. Ne? Internet hin oder her. Wir bleiben trotzdem Menschen mit einem Körper, mit Ohren, mit Augen und in Wirklichkeit auch mit Händen, die wir im Moment immer irgendwie so... Ich glaube, das ist ein sehr gutes Schlusswort. Genau. Vielen Dank, Gerfried. Vielen Dank, Meinhard. Das ist schon gut. Ich denke mir, hier in Linz, sozusagen, da vibriert schon was irgendwie rein physisch in dieser Stadt. Aber das Bewusstsein des Gestaltens und des Aufbrechens und auch, glaube ich, auch die Herausforderung des Neu-Denken-Lernens, weil die Frage ist ja immer, beim Antworten sind wir schnell suchen, aber neue Fragen, wirklich neue Fragen zu stellen, das ist eine ziemliche Challenge, auch sich selber sozusagen mit neuen Fragen herauszufordern, das ist gar nicht so einfach. Aber ich glaube, wir leben im richtigen Ort und wir wollen alle mitgestalten dafür. In diesem Sinne gibt es nächste Woche, das möchte ich auch noch ankündigen, Philosophie, Lies Hirn, ist bei Christine Heiden zu Gast. Ich vermute fast, dass wir so ausreserviert sind, aber wir sind wieder im Netz vertreten. Aber für heute schönen Abend und danke fürs Hiersein.